Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Town of Salem Ranked. Ich habe keinen Plan, wo die Musik jetzt hin ist, um ehrlich zu sein. Ja, da ist sie wieder. Zumindest keine Musik, aber das Scrollrad hört man. Und diesmal scrollt es auch gut, ja. Nicht wie letztes Mal, wo es einfach hängen geblieben ist. Ich dann vorlesen musste, hey, ich bin Forger. What? Na, das war schon geil. Okay, was sind wir diesmal? Wir sind Mafioso. Sehr schön. Und starte Spiel, ja? Ich hatte gedacht, was ist das für ein Haus? Aber das ist das Haus einfach von hinten. Okay, wir sind drei Mafia mit einem Konsiliärchen noch und einem Godfather. Schade, kein vierter Mafia. Aber kann man nichts machen? You died. Muss man mal zuschreiben, definitiv. So, wen bringen wir denn um? Wir bringen einfach mal Betty Paris um. Oder Samuel Seymour? Alice Young. Ich bin für Alice Young. Und wir sind Giacomo Molnar, der Vigilante. Night one. Oh Gott. Package will arrive shortly. Ganz wichtig auch. Hashtag, alles. Ups. Außer Mutti. So. Gut, wir haben Alice Young umgebracht. Wo ist meine verkackte Musik? Ich will Musik. Geht doch. Bam, Musik. Eben extra angemacht. Dann kommt die hier nicht. So, hier übrigens der kleine Goldfisch da. Könnten wir den kleinen Goldfisch auf so ein Freunde-Einlad-Tierchen? Drei Freunde musst du einladen und dann kriegst du ein Tierchen. Bam, Jailer rausgesucht. Schön. Guter Luckshot. So, hoffen wir mal, dass es keine Retri gibt. Retri wäre jetzt unschön. Sam soll SK sein. Okay. Gut, dann würde ich sagen, wir voten mal Sam. Kann natürlich auch Exo sein, aber ist ja uns egal. Sterbende Menschen sind gute Menschen in unseren Augen. Wo ist denn Sam? Samuel Seaward, oder was? Ja, voten wir halt mal mit, ganz ehrlich. Word, Sam, before I destroy you. Er will nur den kleinen Goldfisch, Vater und Mutter Seelen allein zurücklassen. Ja, gestehe, du bist SK. Wahrscheinlich echt eine Echse. Gut. Guilty. Direkt drauf. Nein, nein, der ist nicht Exe. Er stirbt trotzdem. Chester hoffe ich jetzt mal nicht. Ist ja auch eher unwahrscheinlich. Aber wahrscheinlich wirklich Medium. Wobei Medium auch so ein typischer Claim ist von Bösewichten, weil ich meine, Medium kann man nicht wirklich überprüfen. Daher, bam, direkt geleaved. Instant leave. Good job, Buddies. Okay, aber wirklich SK. Easy. Nicht gut für uns. Also, teilweise halt gut, weil SK ist böse, aber der bringt halt auch Leute um in den ersten ganzen Nächten, daher könnte das eigentlich nicht schaden. Okay, wen hat er letzte Nacht gecheckt? Ah, hier kurz zurückspringen. Betty Paris.
Gut, da gehen wir auch drauf. Betty Paris. Gut. Jetzt werden hier auch mal die Regenbögen untersucht, ja? Auch Regenbögen können böse sein. Betty Paris ist tot. Ist jetzt ein bisschen doof, weil wir halt nur noch ein. Also weil wir die einzigen Feindbilder sind. Vom. Ja, von der Town halt, ne? Lennigard! Oh, da gab's den. Da gab's den Retri. Müssen wir hier mal gerade schreiben. Mist. Ich denke nicht, dass es ein Disguiser ist. Schade. Okay, wenn die alle sagen, er ist böse, dann voten wir halt auch mal guilty. Na, Jester ist nicht gut. Ah, nur drei guilty votes, das ist schön. Einer davon war in unserer Mafia-Kollegen. Aber leider war es unser Consigliere. Leider, leider, leider. Reminder that I'm Survivor and please do not attack me, Mafia. So. Ich gehe auf den, ja? Nothing to lose, von wegen. Ja und? Nein, ich wollte den angreifen. Wollte ich hier gerade tippen und dann verschwindet einfach meine Wahl. Ich wurde gerollplockt. Das heißt, er ist reingerannt. Sehr schön. Aha, du bist wieder tot. Und da war 100 Pro ein Lookout drauf. Also wenn da jetzt kein Lookout drauf war. Sparkles ist Veteran. Sehr schön. Und danke für die Info. I was rollblocked. Nein, schreibe ich nicht, weil.
Ja, das ist aber ganz schön, weil John Smith kann jetzt dementsprechend echt nicht Doktor sein. Oh man, I thought nobody would that be that stupid. Aber es scheint dann auch keinen Lookout zu geben. Okay. Ich bin der Meinung, wir können dem mal voten. Wir werden aber abstainen, weil da besteht echt die Chance, dass er Dings ist, dass er Jester ist. I have nothing to say. Können ja einen Last-Second-Rückzieher machen. Das ist er definitiv nicht. Aber wir voten trotzdem, damit andere Leute auch voten. Wir sind scheinbar der Einzige. Nein, wir sind nicht der Einzige, der votet. Sparkles votet auch, sehr schön. Gucken, ob auch alle was zurückziehen oder wir die einzige Person sind, die das macht. Drei und weg damit. Okay, Sparkles und Daddy the Lenny. Sparkles wäre natürlich geil. Weil Sparkles als, als Dings, als Veteran rauszubekommen, ohne dass wir ihn angreifen müssen, das wäre echt nice. Sehr schön. James Bailey ist immer noch Survivor. Ich will den Rainbows rausbekommen. That went better than expected. So, schreibt man das? Schreibt man das so? Das sieht komisch aus. Ich glaube ohne das S. Oder doch? Keine Ahnung. Keine Ahnung, ja. So. Jetzt werden wir noch einen schönen Tony umbringen. Ich meine, wir sind nur noch zweimal für Yozo. Aber wir haben immer noch gute Chance zu gewinnen. Ich wurde wieder gerollblockt. Gut. Ich weiß zwar nicht, warum ich gerollblockt werde. Aber ja, okay. Werde ich halt mal gerollblockt, ne? Ich bin gar kein Mafia. Eine andere Frage ist. Nein! Oh, shot. Someone.
So, nochmal was Falsches reinschreiben. Arschlöcher. Alles Arschlöcher. Bringen die mich einfach um. Einfach so. Ich war da noch so jung. So unschuldig. Wie konnten sie das nur tun? Jetzt verbrenne ich auch noch. Was soll mein Schneemann nur dazu sagen? Er konnte sich's gar nicht mehr an. Oh. Ja, was soll man da auch groß sagen? Ich meine, wie soll ich mich da rausreden? Was aber viel interessanter ist, da ist keine Sau durch den Jester gestorben, kann das sein? Nee. Die haben Jester gekillt. Oh ne, er war Executioner. Ups. Never mind. Ich habe mich eben schon gewundert. Aber ja, war ja gar kein Jester. War ja Executioner. Aber der wird jetzt wahrscheinlich auch geroadblockt von der Escort und dementsprechend wird nichts passieren. Ja. Kind of obvious. Oh boy. Ja, muss man sagen, die Town hat hier echt gut gespielt und ein bisschen Luck gehabt natürlich auch. It came up as not suspicious, but I think he's Godfucker. Ich meine natürlich Girlfriend, Godfather. Ihr wisst, was ich meine. Das ist immer so geil, Pineapple. We know. Penny, I know. Everybody knows. Everybody listens. Okay. Der Delaney scheint Spy zu sein. Das ist so unschön. Nope. You can. Das wissen wir natürlich. Im Death-Chat kann man nicht wispern. Was im neuen Update auch dazu bekommen ist, man kann sich als Amnesiac zwar als gecleante Rollen erinnern, aber nicht, wenn die unique sind. Grill und ich haben gestern Abend noch ein Spielchen gehabt mit Blank zusammen. Und wir waren beide Amnesiac und haben gedacht, okay, da ist ein Mayor gecleant. Das wäre jetzt übertrieben geil, zwei Mayor. Aber es geht leider nicht mehr. Leider. Pineapple ist Mayor. Okay. Ja. Jaden Snow. What the fuck? Da steht Edward Bishop. Komisch, Junge. Gut, dann würde ich mal sagen, dementsprechend Scheißrunde. Nicht so schön gelaufen, aber ein ganz schön gespielt von der Town. Euch vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Town of Salem Ranked. Euch bis dahin eine schöne Zeit und bye bye.